sind ausnahmsweise mal abends im Garten. Die Sonne geht gerade unter. Kann man jetzt zwar nicht viel sehen, denn es gibt Salat. Ja, Salat für den Garten. Ha, nicht Salat für den Haus oder fürs Haus, sondern für den Garten. Kannst du schon erahnen, was jetzt passiert? Ja, ich mache den Clip jetzt schon, weil ich bin im Haus zugange und habe geerntet. Ja, wie fast jeden Tag. Tada, da ist unser Mini-Teich. Und den füttern wir jetzt mal mit Salat. So, was zu viel drin ist, hole ich da morgen wieder raus. Holla die Waldfee. Ja, das ist aus einem einzigen Aquarium. Das ist heftig. Okay, ein kleines Stück ist übrig geblieben. Okay, zwei, da ist auch noch eins drin. Lol. Ja, ich wollte es mal kurz gezeigt haben, dass die ersten Pflanzen in unser Mini-Teich einziehen. Und das heute Abend. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst. Die Vögel geben ihr Bestes zum Konzert und der Lavendel fängt langsam an zu blühen. So wunderschön anzusehen. Das ist also wirklich eine Augenweide. Ah, ist doch mal herrlich, wenn man abends so mal nach draußen geht in den Garten. Ja, es ist nicht heiß, es ist angenehm. Trotzdem ohne Pulli. Ja, eine Seltenheit. Aber jetzt ist es dann endlich mal machbar und möglich. Ah, das ist so klasse. Ja, meine Lieben. Wir starten heute tatsächlich einen Gartenfilm am Abend. Ich will mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas so schon mal sehen können. Den Rest nehmen wir dann im Film natürlich mit, ganz klar. Aber das filme ich dann morgen, wenn die Sonne scheint. Ja, guck mal, der erste Reifegradzustand kommt jetzt langsam von unseren Paprika. Wurden gut versorgt. Auch die Klematis hier. Nach wie vor wunderschöne Blüten. Ach, das ist so ein schönes Bild. Das macht schon richtig Spaß, meine Pflanze richtig versorgt und sie haben das auch zeigt, dass sie das mag. Das ist schon total klasse. Auch der Blauregen hier, wunderschön. Auch der Klee, dessen Namen ich gerade nicht habe, aber der hat sich also wunderbar hier entwickelt im Hochbeet, in dem Elho-Hochbeet übrigens. Die Kisten, die sind so genial, richtig krass cool. Müsste eigentlich auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Auch die Glockenblumen hier machen sich prächtig. Wer sich daran erinnert, das war damals mal ein Pfefferminzbeet. Und tada, da sehen wir Pfefferminz. Ja, wunderschön anzusehen. Die sind kaputt gegangen mal irgendwie. Frag mich nicht warum. Da drin sind sie auch noch. Da vorne sind sie auch noch zu sehen. Da unten. Ja, sie sind da doch ein bisschen wiedergekommen. Und der Rest darf so wachsen, wer hier ist. Weil ich finde das einfach wunderschön. Ich weiß, jeder andere wird das hier rausreißen, weil es nicht hingehört. Aber jetzt guck dir das doch mal an. Das ist doch schöner als jede Blume, die ich kenne. Ja, ist definitiv so. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder rein, denn ich möchte mich erstmal um die Garnelen kümmern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. In dem Falle mich dann morgen. Also ich mich morgen hier in dem. Weiß Bescheid, was ich meine. Ne? Ja, Mammutbäume wachsen prächtig, richtig klasse. Ach, das ist so herrlich anzusehen. Guck mal, der wilde Wein. Wie schön der sich macht. Da muss er aufpassen. Der darf nicht trocken werden und der muss gut Futter haben. Ne? Ansonsten kriegt er ganz hässliche Blätter. Das kann man hier beispielsweise sehen. Das ist ähnlich wie bei der Kastanie auch. Denn die macht dann auch so was. Ne, das kommt dann. Also wenn sowas schon ist bei dir, da weißt du schon, irgendwas stimmt nicht. Die dürfen auf keinen Fall trocken werden. Dann kriegen die gleich so einen kleinen Schaden in dem Sinne. Mal gucken, ob wir da heute was dran machen. Beziehungsweise morgen, lol. Heute sowieso nicht, weil es ja Abend. Aber ich kann es nicht lassen. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Kennst du die Stange hier? Ja, das ist ein Ginkgo-Biloba. Ich dachte, der wäre tot. Und dann habe ich ihn einfach mal hier hinten hingestellt und tada, er fängt tatsächlich wieder an zu wachsen. Ja, der ist jetzt über ein Jahr gar nicht ausgetrieben, hat sich überhaupt nichts getan, stand im Haus. Also das im Haus funktioniert dann noch nicht wirklich. Also das Thema beende ich dann jetzt tatsächlich auch und er bleibt jetzt draußen bei seinen Kumpanen in dem Sinne. Seinen Bonsai-Kumpanen. Ja, die Kastanie, oh, die sieht so schön aus. Guck mal. So, wie sieht es denn wurzeltechnisch aus? Ja, wunderbar. Guck mal. Ach, das ist jedes Mal eine Freude, wenn der wieder kommt. Ne? So ganzen Winter allein draußen. Wirklich allein. Ne? Seine Kumpanen standen ja alle drin. Guck mal, jetzt können wir auch tatsächlich mal sehen, dass der Nährstoffmangel behoben ist. Sie werden jetzt tatsächlich richtig grün. Ne? Dementsprechend dann bald etwas dunkler, weil die waren ja fast hellgelb gewesen. Und einmal gut gefüttert und dann läuft es wieder. Ja, richtig krass cool. Auch guck mal hier, die Fichte, die kommt auch wieder. Ich dachte erst, die wäre hops gegangen, weil die ist mal trocken geworden hier drin. Weil die mögen das gar nicht. Guck mal, die dürfen wir heute auch was machen. Das heißt morgen für mich. Ne, ist Abend nicht vergessen, Detlef. Ne, heute machen wir nichts, aber morgen gehen wir an den wunderschönen Elefanten dran. Ja, siehst du wohl.
Okay, ich muss ins Haus. Ich möchte mich um die Garnelen kümmern und um die neuen Fischis. Ja, es gibt neue Fischis tatsächlich auch. Ach, bald sehen wir sie. Soll ich dir schon mal sagen, was für Fische das sind? Rasbora kubutai. Nö, das nicht, das sind Wurzeln auf dem Stein. Lol. Ganz kurz einfach mal reingeschmissen. Aus dem Aquarium habe ich den Salat rausgeholt. Und ist immer noch jede Menge drin. Ja, ist schon krass, ne? Wie die sich hier vermehren. Das tut dem Becken richtig gut, muss ich sagen. Möchtest du mal kurz die neuen Fische sehen? Nur ganz kurz, es geht heute um Garten. Da sind sie, die kleinen neuen Fischis. Ja, die werden eingewöhnt hier, weil die haben über 600 Mikrosiemens gehabt. Das war zu viel. Ich habe 230 Mikrosiemens, das muss ich jetzt anpassen. Das läuft jetzt schon seit 3 Stunden. Das geht übrigens immer tröpfchenweise, also nicht volle Pulle. Immer schön tröpfchenweise und dann im Eimer stehend hier, damit es auch überlaufen kann. Und natürlich müssen wir was machen, nachfüllen. Das mache ich einfach hier mit, ne? Da fülle ich dementsprechend aufmineralisiertes Wasser rein. Kein reines Wasser wie sonst zum Nachfüllen, sondern hier dann dementsprechend aufmineralisiert, weil wir was rausholen und nicht verdunsten in dem Sinne. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Kubutai sich, also die Rasbora mit den Garnelen, ja, wie das im Zusammenspiel funktionieren wird. Klar, logisch, die werden Babys fressen, aber das ist hier in dem Becken auch gewollt, weil es werden langsam einfach zu viele hier. Eine Nacht später. Ja, da ist sie. Die Sonne kommt hinterm Berg hervorgekrochen. Wir haben jetzt so gegen 7 Uhr, denke ich mal. Ich bin allerdings schon viel länger wach, habe drin erstmal alles versorgt. Und jetzt können wir draußen entspannt, gemütlich das eine oder andere machen. Und wir widmen uns als allererstes gleich dem Teich, denn dort wird es jetzt gleich weitergehen. Dem Mini-Teich. Ob da Fische einziehen oder nicht, weiß ich noch nicht. Voraussichtlich erstmal nicht. Ist auch nicht ganz so wichtig, denn ich möchte einfach die Thematik erstmal kennenlernen. Und dazu gehen wir das eine oder andere dann dementsprechend gemeinsam an. Und es wird heute definitiv auch um unsere kleinen Bäume gehen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Wir gehen, wie gesagt, bei dem Teich ganz behutsam vor. Es ist noch ein kleines Baby und von daher werden wir erstmal das ein oder andere in diesem Jahr kennenlernen, wie was funktioniert und wie was man machen kann. Von daher gibt es jetzt erstmal eine Wurzel für den Mini-Teich. Das ist aus der Aquaristik bei mir noch, habe ich übrig. Klar könnte ich auch anders verwenden, logischerweise. Ich muss mal just die Kamera drehen, so, dalle. Und dann gehen wir jetzt gleich gemeinsam zum Teich. Ach, das ist so herrlich anzusehen. Die Klimates, wunder, wunderschön. So, dann gehen wir mal. Ach, das ist herrlich. Vor allem angenehm heute Morgen. Es ist nicht kalt, es ist leicht kühl. Man kann aber trotzdem, ach so, den können wir eigentlich auch schon mal mitnehmen hier. Da ist so ein alter Lochziegel. Da habe ich noch 2 oder 3 von rumfliegen. Die werden wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen können. So, Dalle, wie sieht's aus heute Morgen hier? Alles in Ordnung? Ja, alles gut. So, da gehe ich nachher auch dran. Der Kasten wird wieder fertig gemacht. So, sieht das Ganze jetzt aus heute Morgen? Ja, normal, wie es halt ausschaut, ne? So, das heißt im Klartext, der kommt erstmal raus hier, der Teichkorb. Da kommen ja noch Pflanzen rein. Den schmeißen wir jetzt erstmal rein hier. Der muss sowieso noch einweichen, denn der ist trocken gewesen. Und den Stein, den können wir auch schon mal reinstellen. Mal gucken, ob das passt von der Höhe vielleicht schon. Ich glaube eher nicht. Aber okay, da kann ich nachher noch ein bisschen rumbasteln, dass ich die Höhe dann hinbekomme. Eigentlich schon, ne? Ich bin mal gespannt, wie die Pflanzen sich hier draus machen. Die Salvinia minima und der Froschbiss. Ja. Learning by doing, ganz klarer Fall. Ne? Oh, guck mal, wie Sauerstoff da hochkommt. Ja, okay, das kann erstmal voll Wasser tanken hier. Und dann widmen wir uns erstmal ein paar anderen Sachen. Das ist so ein schöner. Unser Mammutbäumchen mit der Sequoia glyptostroboides. Ja, streckt sich empor. Ja, gen Himmel. Ah, das ist so eine tolle Sache mit dem Baum hier. Das macht schon richtig Spaß. So, okay, was machen wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir schneiden einen Buchsbaum. Den?
oder doch lieber den? Den haben wir ja letztes Jahr nicht geschnitten, der durfte ja mal rauswachsen. Aber ich glaube, ich werde ihn, warte mal, ich gucke mal Justus-Stamm her. Oh, er hat schon einen schönen Stamm. Oh, hier kannst du auch sehen, hier drin, ich hoffe, man kann es erkennen, da drin ist es gelb und lauter lockere Blätter, tote Blätter im Prinzip. Ne? Aber das ist normal, weil innen drin kommt kein Licht mehr rein und das war ja mal eine richtige Kegel, dicht bewachsen. Ne? Und wenn er rauswächst, dann da drin kommt kein Licht rein. Das ist da ganz normal. Ich glaube, das machen wir bei dem auch, dass ihr mal sehen könnt, wie man das machen kann dann. Im Gegensatz zu dem Bonsai oder kleinen Bäumen brauchen wir jetzt eine Schere. Eine Formierschere ist das. Schnipp, schnapp ab. Ganz wichtig, nach der Arbeit wurde sie eingeölt. Und da ich jetzt nicht hunderte von Buchsbäumen schneide, sondern voraussichtlich zwei, mache ich das mal ein bisschen sauber. Nimm ein altes Handtuch, wirklich ein altes Handtuch. Ne? Besser ist das, weil Öl in der Waschmaschine ist nicht so gut. Wird vielleicht auch sauber, aber muss ja nicht sein, dass man unnötig da Dreck reinbringt. Und von daher wische ich das mal eben ab. Kann man auch Zeitungspapier nehmen oder so. Was du eben so hast gerade. Ich habe gerade das Handtuch, deswegen nehme ich das. Ne? Nehme ich mal das Öl ab hier. Und was brauchen wir noch zum Schneiden? Außer eine Schere, gute Laune, Sonnenschein und vor allen Dingen Wasser. Ja, das brauchen wir jetzt sowieso, viel Wasser. Damit kommt ja nichts von oben. Warum brauche ich Wasser? Ja, das sage ich dir gleich auch. Eine kleine Premiere. Ja, das habe ich früher beruflich gemacht, sowas. So, hier ist jetzt die Spitze rausgewachsen. Der soll also nicht höher werden, sondern er soll eigentlich so bleiben, wie er war. Er soll nur einen dickeren Stamm bekommen und ja, insgesamt kräftiger einfach werden. So, dann schneide ich einfach die Spitze wieder raus. Dann habe ich so einen kleinen Anhaltspunkt, wo ich anfange. Und du wirst dich gleich erschrecken, wie der Baum aussieht, wenn ich fertig bin. Das ist eine Erziehungsmaßnahme, um, wie gesagt, dicken Stamm zu bekommen und kräftige Äste. Weil dann ist später der Habitus hier nach außen hin, also wie soll man sagen, kräftiger, stabiler, ne, dann könntest du rein theoretisch ja, einen Elefanten draufstellen. Nicht, aber es ist so. So, wir schneiden von oben nach unten. Wir stehen über dem Baum, über dem Buchsbaum der Pyramide. Gucken, wie gesagt, wo die Mitte ist. Ungefähr zumindest, ne, dass wir eine halbwegs vernünftige Form hinbekommen. Und dann fangen wir jetzt erstmal an. Von oben, wie gesagt, und schneiden schon mal ganz beherzt in die Materie rein. Jetzt die Frage, nicht die Frage, sondern man sollte vorher wissen, soll er schlank sein oder soll er breit sein? Ne? Wenn er schlank sein soll, dann müssen wir kräftiger nach unten schneiden. Soll er breiter bleiben, dann gehen wir im Winkel ein bisschen steiler. Nicht steiler, im Gegenteil, ne? Sondern schräger. Und möchten wir ihn jetzt tatsächlich schlank haben, dann gehen wir steiler rein in die ganze Materie. Okay. Oh, das ist so, ja, das macht schon richtig Spaß. Buchsbaumschnitt ist eine richtig tolle Sache. Ganz wichtig jetzt, wenn es heiß wird, stell ihm nach Möglichkeit nicht in die Sonne. Steht er im Garten in der Sonne, ja, dann musst du was da vorstellen. Besser ist das, kannst du mal glauben, denn ansonsten könnte es sogar sein, dass der Baum dann auch leidet, wobei das jetzt bei der Maßnahme, die wir jetzt durchführen, nicht so wichtig ist, ne? Weil er sieht sowieso nicht mehr hübsch aus. Nein, er ist trotzdem hübsch, klar, aber ja, die Blätter, die jetzt halt noch nie Sonne gesehen haben, die verbrennen dann. Das ist ganz normal, das ist in der Regel auch gar nicht tragisch, er treibt ja wieder aus, aber er sieht ja nicht so schön aus. Ne? Von daher ist es schon sinnvoll, tatsächlich, wenn man kann, ihn dann auch zu schützen. So, immer schön von oben, dann hast du immer so einen Überblick, ne, das ist total easy. Also nicht seitlich schneiden oder so, sondern nach Möglichkeit tatsächlich über dem Baum stehen. Man sieht, der ist schon öfter mal geschnitten worden. Und von daher ist das hier jetzt auch nicht das ganz große Problem. Tja, und so bekommt man dann wirklich eine stabile Pflanze. Ne? Also hier, wenn du drauf klopfst, kannst du ruhig, da biegt sich nichts mehr ein. Und das ist das, was wir erzielen wollen. Ne? Nicht so wabbelige Dinger, die auseinanderfallen beim nächsten Wind oder Regen und dann in der Gegend rumhängen, sondern wirklich welche, die stabil jedem Wetter, Unwetter trotzen. Aber die sind dann auch, wenn sie wieder austreiben, richtig ansehnlich. Wir werden gleich auch den schneiden, den wir letztes Jahr gemeinsam geschnitten haben, damit wir mal sehen können, wie der dann nach dem Schnitt aussieht. Aber ich muss sagen, insgesamt geht das jetzt aber. Man kann so einen Baum ruhig mal 2 Jahre rauswachsen lassen. Du kannst ihn sogar 3 Jahre rauswachsen lassen. Aber sei dir gewiss, umso weniger Blätter sind am Ende dann da. Ne?
ist irgendwo logisch. Aber wie gesagt, als Erziehungsmaßnahme, wenn man richtig stabile, kräftige Pflanzen haben möchte, ist das auf jeden Fall hier ratsam. Einfach rauswachsen lassen und dann dementsprechend kräftig schneiden. Was heißt rauswachsen lassen? Der wächst ja sowieso raus, ne? Ob nur ein Jahr oder zwei Jahre. Also wie gesagt, so zwei, drei Jahre rauswachsen lassen und dann ist das soweit okay. Das war es. Ready to go. So, jetzt habe ich das Handtuch hier unten drauf gelegt. Ne, dann hast du im Topf dann die Blätter nicht rumfliegen. Das kannst du auch, wenn da im Garten steht, nimmst du ein paar alte Handtücher, Bettlaken oder was auch immer und legst sie auf den Boden. Ne, dann fällt da alles drauf, kramst du zusammen, kannst wegkippen, gut ist. Weil das sauber machen ist das Schlimmste beim Boxbaum. Ne? Ist so. So, und wenn jetzt wirklich zu starke Sonne ist, dann machen wir das einfach so und legen das Handtuch erstmal drüber. Aber bitte ein weißes nehmen, also ein helles, ne? Kein schwarzes. Sonst wird das Handtuch heiß. Sauber machen brauche ich noch nicht, wir schneiden da gleich noch ein. Aber ich wollte mal kurz zeigen, wie das jetzt aussieht. Er hat eine wunderschöne Form bekommen, also richtig schick, muss ich mich selber loben. Aber wie gesagt, ich habe das auch im Blut. So, wir haben jetzt hier einen Topf. Im Normalfall würde man sagen, den sollte man auch mal umtopfen, da kommen auch unten die Wurzeln schon raus. Ist tatsächlich aber nicht notwendig in dem Sinne, wenn man ihn weiterhin gut pflegt. Das heißt, regelmäßig mit Wasser und mit Nährstoffen versorgen. Regelmäßig. Das ist das A und O bei der ganzen Sache. Ne? Also nicht mal eine Woche schlüren lassen und sagen, oh, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt nicht gießen. In so einem kleinen Topf, kannst du davon ausgehen, musst du jeden Tag gießen. Also er zumindest hier braucht das. Jeden Tag braucht er Wasser und einmal die Woche dementsprechend auch gedüngt, damit er ein kräftiges Grün bekommt. Und ich kann sogar sagen, von Vorteil ist es tatsächlich, wenn man einen Buchsbaumdünger nimmt tatsächlich dafür. Warum? Der enthält von, ja, ich sag's mal nicht Natur aus, sondern von der Fabrik her enthält er einfach schon mehr Eisen. Und das brauchen tatsächlich die Buchsbäume, um kräftiges Grün zu entwickeln. Das sollte man auch nicht vergessen, ganz wichtig, aber ist nicht zwingend notwendig. Es geht auch mit normalen Düngern in dem Sinne. Wir machen das auch hier mit dem Compo Complete, momentan mit dem mineralischen Dünger, mit dem Blaukorn, ist einiges spezieller. Und das funktioniert auch. Aber sie wachsen tatsächlich etwas besser und kriegen eine kräftigere Farbe mit Buchsbaumdünger. Das ist definitiv so. Wenn dir die Oberfläche jetzt nicht gefällt, der steht schon sehr lange hier im Topf, alles kräftig durchwurzelt. Da kannst du nicht mehr buddeln drin, gar nichts mehr. Das ist nur noch Wurzel, Wurzel, Wurzel. Ne? Kipp oben ein bisschen frische Erde drüber, damit es wieder schick aussieht. Und wenn dann Kraut beiwächst, kannst du auch wieder einfacher rausziehen, als wenn das im Wurzelreich komplett mit verwachsen ist. Aber das nur nebenbei erzählt. So, ach so, wieso hatte ich jetzt das Wasser? Ich habe es jetzt gerade noch nicht gebraucht. Vielleicht brauchen wir es gleich. Warum? Sehen wir dann. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist er richtig schön kräftig geworden. Also, ne, und wenn man jetzt anpackt hier, da kannst du auch drücken, brauchst keine Angst haben, dass irgendwas auseinanderfällt oder so. Das ist eben diese Thematik. Rauswachsen lassen, zwei, drei Jahre. Kräftig zurückschneiden. Wenn du Pech hast, ist gar kein Blatt mehr dran in dem Sinne. Ist nicht tragisch, der treibt wieder aus. Aber bitte jetzt, wenn es wirklich so extrem heiß ist, dann schützen. Ne? Auch gerade, wenn er dann nackig ist oder so. Weil das ist schon ein enormer Stress für den Baum. Er muss neu austreiben. Wenn dann die Sonne drauf ballert, ist nicht so gut. Ne? Definitiv nicht. So, siehst du wohl. Aber der ist doch schick geworden, ne? Guck, hier sieht man das auch, hier ist ein bisschen mehr weggekommen. Ne? Da kannst du also direkt reingucken tatsächlich, auch in den Baum. Und er hat ein wunderschönes, kräftiges Stämmchen. Das ist noch einer meiner Schätze von früher. Ja, kann man mal so ein bisschen wieder an alte Zeiten denken. It is so, it is. So, ich wollte aber jetzt was anderes eigentlich gemacht haben, nur das wollte ich vorab noch mal kurz erzählt haben. Dass es doch ein paar kleine wichtige Fakten auch gibt. Wie gesagt, Buchsbaumdünger ist definitiv von Vorteil. Ist aber kein Muss. Ne? Ich mache es auch nicht. Aber wenn denn du sowieso drüber nachdenkst, wie du deine Buchsbäume düngen sollst. Übrigens, auch im Garten müssen die gedüngt werden. Allerdings nicht jede Woche, sondern in der Regel einmal zum Frühjahr. Oder wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du es auch jetzt machen. Aber auch daran bitte denken, kräftig wässern anschließen, damit die Nährstoffe auch gut in den Boden kommen. Und das ist dann eigentlich in der Regel ausreichend. Zweites Mal düngen könnte ich, nein, würde ich empfehlen, tatsächlich nach dem Schnitt jetzt. Ist dann nochmal von Vorteil, dass der Baum nochmal kräftig austreiben kann. Oder die Bäume oder die Hecken oder whatever. Ist aber auch abhängig davon, was im Boden drin ist. Es gibt Böden beispielsweise, insbesondere Lehmboden, den übrigens Buchsbaum mag. Der mag also wirklich Lehmboden. Ist auch eine kalkliebende Pflanze tatsächlich.
Wenn dort ordentlich kräftig Power drin ist im Boden, kann es durchaus sein, dass du 20 Jahre gar nicht düngen musst. Ist abhängig davon, was man für einen Boden hat. Das kann man also auch nicht pauschalisieren. Am besten sind tatsächlich gewachsene Böden in dem Sinne, die also schon ewig bestehen und nicht irgendwelche aufgeschütteten Sandberge oder Sandböden vom Bau oder so. Das sollte man so kleine, ja wie gesagt, es geht jetzt gleich weiter mit kleinen Bäumen. So langsam steigt die Sonne etwas höher. Auch das ist so angenehm heute Morgen. So, mein Lieben, was machen wir jetzt? Kleine Bäume, hatte ich gesagt. Na, guck mal, hier haben wir einen kleinen Baum. Unsere Säulenlinde. So kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Da müssen wir heute noch nichts dran machen. Das kann so bleiben. Die wurden gestern Abend übrigens nochmal gegossen. So, kleine Bäume. Da steht er jetzt erstmal. Unser Kandidat. Ich kann mal eben von der anderen Seite zeigen. Vielleicht kann man es da nochmal besser sehen. Ja, also hier kann man tatsächlich auch schon reingucken. Ist aber nicht schlimm, keine Bange, er treibt wieder aus. Und ja. Wenn du mir nicht glaubst, dann zeige ich dir ihn in ein paar Wochen, wie er dann aussieht, wenn er austreibt. So, wie gesagt, da muss ich noch sauber machen, bringt aber nichts, weil ich wollte noch was schneiden. So, kleine Bäume. Welchen Kandidaten nehmen wir uns jetzt ran hier? Am besten einen, wo es sein muss, erstmal würde ich sagen. Ne? Bei der Linde bin ich mir gerade noch nicht schlüssig, da gucke ich gleich mal genauer. Aber wir haben einen Kandidaten definitiv, wo wir heute rangehen, den kann man so noch gar nicht erkennen. Der steht nämlich da mittendrin, da unten. Da habe ich auch noch nicht gekrautet. Und ja, jetzt sehen wir nichts, deswegen holen wir uns den erstmal etwas näher ran, würde ich sagen. Ach, und da machen wir nachher auch noch ein bisschen was beim Elefanten. Die Weigelie als, ja, eigentlich Blütenstrauch eher normalerweise, ne? Aber hier als Bonsai, als Kleinbaum. So, hier habe ich noch nicht gekrautet. Der stand übrigens auf dem Fußboden. Bei so Kandidaten, sage ich mal, wo ich nicht so genau gucken muss, sondern die erstmal austreiben können. Die stehen auf dem Fußboden, nämlich der Boden von unten. Ihr weißt, was ich meine. Der ist etwas kühler, gerade wenn das jetzt so heiß ist und da verdunstet nicht so viel Wasser. Und dann ist das für die Pflanzen nochmal besser. Weil das sind so Kandidaten, sag ich mal, wo man sich jetzt nicht so extrem drum kümmert. Ne? Die kriegen einfach nur Wasser und Nährstoffe, klar, logisch. Ne? Aber ansonsten haben die keine genaue Betrachtung in dem Sinne, sondern dürfen erstmal vor sich hinwachsen. Und ja, dann ist das halt so, weiß Bescheid. Ne? Und jetzt ist es halt soweit, dass wir hier rangehen können, dürfen, müssen auch tatsächlich. Denn wir wollen ja auch weiter voranbringen. Steht hier nach wie vor in der Anzuchtschale. Und das klappt so genial mit diesen Anzuchtschalen. Das sind so Aussaatschalen, Pikierschalen nennt man die sich auch. Die kriegst du überall eigentlich in Baumärkten und so. Das ist also eine Reifeisenmärkte, musst du vielleicht mal gucken. Ansonsten bei Amazon. Wobei die Größe, die ich jetzt hier habe bei Amazon, die habe ich noch nie gefunden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es die da ja auch mal. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Ne? Wie gesagt, ich habe sie damals aus dem Baumarkt gehabt. Und habe mir natürlich auch ganz viele davon mitgenommen. Weil ich schon wusste, dass man damit auch noch andere Sachen machen kann. Der hat jetzt auch keine Überschale, sag ich mal. Ne? Weil man kann jetzt noch eine zweite Schale nehmen, wenn es jetzt zu heiß wird. Und setzt diese Schale dann nochmal rein. Ne, dann läuft das Wasser nicht weg und dann kannst du einfacher gießen tatsächlich auch. Aber sei dir bitte bewusst, kann ich unten hinschmeißen, halte ich erst so lange fest, sei dir bitte bewusst, wenn es anfängt viel zu regnen, dass du sie dann da wieder rausstellst. Ne? Ansonsten ersaufen dir die Bäume irgendwann mal. So, das soll erstmal reichen hier. Also von daher. So, okay. Gewachsen ist er sehr gut, muss ich sagen. Sieht gesund aus, kräftig, wurde auch gedüngt regelmäßig. Das ist eben das A und O. Ne? Regelmäßig gießen, regelmäßig düngen und gucken, dass sie halt nach Möglichkeit nicht unbedingt der Mittagssonne ausgesetzt sind. Ne? So, okay. Wobei das aber auch möglich ist, wenn dementsprechend ordentlich für Wasserzufuhr gesorgt ist. Dann können die also auch in der Mittagssonne stehen. Das ist kein Problem. Ne? So, aber ansonsten, ja, so schaut er jetzt aus. Richtig schick, muss ich sagen. Hat schön Stämmchen bekommen. Jetzt geht's ans Schneiden. Wir hatten ihn ja schon mal vor kurzem, ja, was heißt vor kurzem, zum Frühjahr hin, schon mal ein bisschen was weggenommen. Das wird jetzt allerdings filmtechnisch wieder nicht der Burner, weil das ist so schwierig, jetzt hier reinzufilmen. Weißt du, was ich meine, ne? Oh, ich sag dir, du, pass mal auf, ich fange jetzt einfach mal an. Ich nehme einen unteren Ast hier einfach schon mal und werde einfach, ja, was heißt einfach? Jetzt ist es nämlich wieder mir so viele Äste. Also, wir fangen an und zwar mit dem, was nach oben wächst. Kennen wir eigentlich schon, ne? Alles, was nach oben wächst, kommt erstmal komplett weg. Übrigens müssen wir hier in dem Sinne
noch nicht ganz genau darauf achten, wo wir schneiden. Wichtig ist nur, dass es reduziert wird immer wieder mal. Den genauen, ich sag mal, Aufbau kann man auch dann machen, wenn der Baum entlaubt ist. Ne? So, alles was nach unten geht, nehmen wir weg. Ja, das ist jetzt soweit eigentlich schon okay, würde ich sagen. So, was zu nah am Stamm ist, können wir auch wegnehmen. So, okay, dann ist der Kleine schon fertig. Hier kommt noch einer, der wächst nach oben. Den kann ich sowieso schon mal so wegnehmen. Ja, es ist... ich hole es doch ein bisschen näher dran. Es wird aber im Prinzip bei jedem Ast genau das Gleiche sein. Ne? Also ist jetzt nicht sinnvoll, wenn ich euch hier 20 Minuten erzähle, wo ich welchen Ast wegschneide. Oder Ästchen in dem Sinne. Ja, das sind ja ganz kleine, die wir jetzt wegnehmen. Ansonsten groß eingreifen tun wir gar nicht mehr bei dem Baum hier, außer halt pinzieren und aussortieren. Ist das nun... Wie komme ich denn jetzt hier wieder hin? Lol. Schnubidubdi-dabadam. So, da bin ich. Also, den haben wir gerade zurückgenommen. Wie gesagt, ganz genau, was hier noch wegkommt oder nicht, da kann man tatsächlich dann entscheiden, wenn das Ganze entlaubt ist. Oder man guckt einfach nochmal genauer, so wie jetzt. Da ging einer noch nach oben. Ne? Das ist halt so. So, dann fangen wir bei dem hier an. Hier geht einer nach oben, den nehmen wir weg. Das machen wir grundsätzlich. Was von unten kommt, nehmen wir auch grundsätzlich weg, kannst du fast sagen. Ne? So, okay, es ist halt, die haben sehr viele Blätter, kleine Blätter, ne? So, der letzte Rückschnitt war ungefähr hier gewesen. Hier haben wir jetzt ein Blattpaar und darauf reduzieren wir das Ganze dann tatsächlich. Hier kommt einer wieder, der geht nach oben. Den möchte ich nicht. Gegebenenfalls würde er auch in den Baum reinwachsen. Hier ist genau das Gleiche jetzt wieder. Hier haben wir jetzt die ersten zwei ganz klitzekleinen Blättchen. Nun ist es so bei dem, der soll also nicht größer werden. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir also wirklich so viel wie möglich. Der kommt beispielsweise jetzt von unten hier. Pass mal auf, den nehme ich komplett. Jetzt kannst du natürlich nichts sehen. Ne? Einmal komplett weg hier von unten. So, dalle. Ja, und damit ist der Ast schon fertig. Mehr kann ich dir an dem jetzt auch nicht zeigen. Ich kann nicht die Blätter abmachen, um dir genau zu zeigen, wie das jetzt aussieht. Aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht hatten, ist Axel. Ne? So, warte mal. Der kommt von unten, geht nach innen rein. Den ziehe ich einfach. Kann man das noch sehen? Ich glaube ja. Ne? So einigermaßen im Display drehen. Hat ist halt auch nicht so einfach, ne? Das filmtechnisch hinzubekommen. Und wie gesagt, das hier, der soll nicht mehr groß rauswachsen. Ne? Deswegen nehmen wir also wirklich immer so viel wie möglich weg. So, warte mal auf. Ja, den reduzieren wir auch erstmal nur. Eigentlich das meiste. In der Regel ist es so, dass immer zwei Austriebe kommen. Ja, hier kommt einer jetzt von unten. Den nehmen wir dann weg und der gegenüberliegende, den kürzen wir ein hier. So, und den hier, den kürzen wir auch nur ein. Und so halten wir also den Baum wirklich, ja, klein in dem Sinne. Ne? So, und das mache ich jetzt rundherum. Muss ich jetzt nicht bei jedem Ästchen zeigen. Das ist nur Quack mit Soße. Ich zeichne ihn gleich wieder. Ich zeichne jetzt nochmal und dann, wie er gleich aussieht. So sieht er jetzt insgesamt aus. Den Bereich haben wir jetzt gerade geschnitten. Das ging jetzt auch ratzfatz, muss ich sagen. Guck mal, hier kommt einer, der geht direkt nach oben. Den haben wir auch gar nicht gesehen, ne? Weil ich habe mich jetzt auf den äußeren Bereich hier konzentriert. Der geht direkt nach oben. Den nehmen wir einmal komplett weg, ne? Und damit haben wir also den Ast hier im Prinzip komplett schon fertig. So, einmal kurz gezeigt, wie er jetzt insgesamt aussieht. Und dann zeige ich dir gleich, wie er ausschaut, wenn er dann komplett pinziert wurde und reduziert und aussortiert. Mal auf, ich zeige dir mal eben, wie hoch das Bäumchen ist, dass man das mal so mitnehmen kann. Ne? Der hat jetzt, wenn er fertig geschnitten ist, eine Höhe von ja, knapp etwas über 20 cm, 22, 23 cm. Von der Breite her, wenn er dann geschnitten ist, kommt er auch so ungefähr auf die 20 cm. Also das ist jetzt nicht viel. Ne? Es ist aber auch ein kleines Bäumchen. Stammdurchmesser unten ist ja nicht ganz 1,8 cm ungefähr. So. Okay, dann let's do it. So, ready. Das war's. Er ist wieder reduziert und sieht wieder wie ein kleines Bäumchen aus. Ja, ist schon schön, wenn sowas erstmal vom Habitus ready ist, ne? Also fertig gewachsen, kannst du sagen, vom Habitus, dann ist immer nur das Reduzieren, Aussortieren, ne? Alles, was aus den Achseln herauswächst und so. Und von daher ist das alles ja nicht so schwer. Hier sehe ich gerade hier noch so eine Laus. Okay, das war sie.
Ja, das ist total easy. Also das, da bist du so in, ja, kannst sagen, 2, 3 Minuten durch. Aber jetzt so beim Schneiden 2, 3 Minuten zuzugucken und immer wieder selber zu erzählen oder zu hören, ist dann auch nicht so, ne? Also von daher, ja, haben wir den geschafft. Und was machen wir jetzt? Ich mache eine Pause. Sattes, kräftiges Grün, die Kastanie, der Aeschylus hypocastanum. Oh, der Name ist so cool, den kann man gut aussprechen. Macht sich richtig klasse, die machen sich alle klasse, weil auch hier ganz wichtig, düngen, nicht vergessen, regelmäßig Wasser. So, und hatten wir uns gestern Abend schon angeguckt, der macht sich richtig gut, der auch. Hör mal auf, der Film wird mir zu lang, das heißt, ich werde heute ja mehrere Teile drehen in dem Sinne. Hier dürfen wir auch bald dran gehen, aber als allererstes im nächsten Film nehmen wir uns den hier vor, und zwar unseren, ja, wilden Wein auf dem Stein. Denn der Chats hier macht sich prächtig. Da gibt es nicht viel zu tun, nur so Kleinigkeiten. Ne? Aber das nehmen wir dann auf jeden Fall auch mit. Und so ein paar andere Sachen noch aus dem Garten. Was genau, weiß ich noch nicht. Es gibt mehr als genug zu zeigen und zu tun. Und von daher soll das für heute erstmal genug sein. Ja, siehst du wohl. 1, 2, 3 ist es schon vorbei.